Kettenregel ist eine Ableitungsregel. Es gibt eine Produktregel, eine Summenregel oder Additionsregel und eine Kettenregel. Und noch, dann gibt es noch Quotientenregel. Und ganz verschiedene Regeln gibt es. In diesem Fall handelt es sich um eine Kettenregel. Wir haben die Funktion gegeben, f von x ist gleich, Klammer auf, 3x minus 2, Klammer zu, hoch 8. Jetzt die Frage, wie soll man das ableiten? Da kommt man jetzt erstmal nicht weiter. Aber es ist im Grunde genommen ganz einfach. Es gibt eine äußere Funktion und eine innere Funktion. Die äußere Funktion ist dieses hoch 8. Also u hoch 8, wenn wir das ableiten, x hoch 8 wäre ja abgeleitet 8x hoch 7. Ne? Äußere Ableitung ist dann 8u hoch 7. Ne? Das heißt, das hier bezeichnen wir als u. Wir haben jetzt hier schon die äußere Ableitung, 8u hoch 7. Ne? Die innere Funktion ist 3x minus 2. Die innere Ableitung ist 3. Minus 2 ist die Konstante, fällt weg. Aus 3x abgeleitet kommt 3 heraus. Das ist also die innere Ableitung. Und die Kettenregel ist nichts anderes als die äußere Ableitung mal die innere Ableitung. Das wäre dann die erste Ableitung, also f' von x. Jetzt gucken wir äußere Ableitung mal innere Ableitung. Äußere Ableitung war ja 8u hoch 7. Für das u setzen wir 3x minus 2 ein. Also die äußere Ableitung ist das hier. 8 mal 3x minus 2 bleibt unverändert. Wir leiten nur außen ab. Hier statt ja hoch 8. Die 8 nach vorne ziehen, oben 1 weniger, hoch 7. Also das hier ist die äußere Ableitung. 8 mal, Klammer auf, 3x minus 2, Klammer zu, hoch 7. Mal die innere Ableitung. Die innere Ableitung ist 3, beziehungsweise hier vom Inneren die Ableitung ist 3. Also ganze mal 3. Dann können wir im nächsten Schritt sagen, wir können 3 mal 8 rechnen, ist 24. Die 24 vorne stehen lassen. 24 mal, Klammer auf, 3x minus 2, Klammer zu, hoch 7. Das ist richtig und das hier wäre auch richtig. Ich habe jetzt nur noch die 3 und die 8 miteinander verrechnet. 3 mal 8 sind ja 24. Jetzt wische ich das nochmal weg und dann machen wir nochmal eine Ableitungsaufgabe. Ja, hier eine neue Funktion. F von x ist gleich 2 mal Sinus von 3x. Also Sinus, Klammer auf, 3x, Klammer zu. Die Kettenregel können wir hier wieder anwenden. Das 3x ist das u und Sinus ist die äußere Funktion. 3x ist die innere Funktion. Die Kettenregel sagt ja aus, äußere Ableitung mal innere Ableitung. Jetzt müssen wir einfach den Sinus, das ist ja die äußere Ableitung, das wäre das u hier, Sinus ableiten, also die äußere Ableitung ist Cosinus. Die 2 ist eine Konstante, die davor, also ein Faktor, der davor steht, der bleibt so bestehen. Äußere Ableitung von Sinus ist Cosinus. Dann 3x bleibt bestehen. Das hier ist die äußere Ableitung mal der inneren Ableitung mal 3, weil 3x ist die innere Funktion. Dann wird die Ableitung aus 3x kommt 3 raus. Das x hoch 0, x hoch 0 ist 1 und 3 mal 3 ist 3. Da steht hier 2 mal Cosinus 3x mal 3. Die 3 können wir hier mit der 2 multiplizieren. 3 mal 2 sind 6, also 6 Cosinus 3x. Wir können nicht die 3 mit der inneren Funktion multiplizieren, weil der Cosinus sich darauf bezieht. Und die 3 ist nämlich außen vor, also 3 mal 2 sind 6. 6 Cosinus von 3x würde dort rauskommen. Das wische ich auch nochmal weg und dann machen wir noch eine dritte Funktion. Ja, hier die dritte Funktion, die lautet f von x ist gleich e hoch 4x plus 2. Die kann man das Ganze auch in Klammern setzen, weil 4x plus 2 steht dann noch in Klammern. Das wird von e hochgenommen. Und zwar, jetzt müssen wir erstmal überlegen, e-Funktion ist das hier. Die Ableitung der e-Funktion ist wieder e hoch x. Also f von x ist e hoch x, das ist die e-Funktion. Davon die Ableitung ist wieder e hoch x. Jetzt kommt wieder die Kettenregel. Äußere Ableitung
mal innere Ableitung. Die äußere Ableitung von e hoch 4x plus 2 ist e hoch 4x plus 2, nämlich e hoch x, die Ableitung davon bleibt e hoch x. Da ändert sich nichts. Also das hier ist gleichzeitig die äußere Ableitung mal der inneren Ableitung mal 4, nämlich 4x plus 2. Das ist die innere Funktion, da leiten wir ab. Aus 2 ist eine Konstante, fällt weg. 4x, x hoch 0 kommt da raus. X hoch 0 ist 1, übrig bleibt 4, also das Ganze mal 4. Dann habe ich die 4 nach vorne gepackt, das kann man machen. Auf keinen Fall mit den Exponenten hier vermischen oder mal nehmen, das darf man nicht. Sondern herauskommt als Ableitung mithilfe der Kettenregel 4 mal e hoch 4x plus 2. Genau, das war schon zum Thema Kettenregel.